extra Spur, oder? Ja, ich hab die auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das nennt sich, glaube ich, Splinter Cell Blacklist. Und jetzt, glaube ich, Richtig. hat sich meine Aufnahme. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, meine Aufnahme hat sich gerade beendet hier. Aber wir gucken uns jetzt erstmal schön bei mir das Video an, natürlich, was hier noch so läuft. Deswegen werde ich jetzt mal wieder die Schnauze halten, wie immer. Schick den Sicherungstrupp rein! Wir haben einen Code A! Ah, Scheiße! Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen! Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwar ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Läufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach wohl dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Ach du Scheiße! Mayday, Mayday, Paladin Zero Two, wir schmieren ab! Festhalten! Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern.
Hier sind wir ein leichtes Ziel. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. So, jetzt heiße ich euch nochmal willkommen zurück zu unserem kleinen neuen Let's Play Splinter Cell Blacklist. Und zwar, mein Name ist Zappelpay und ich spiele auch nicht alleine. Ich habe meinen Kumpel, den Herrn Wenning, mitgebracht. Ja, ich bin auch mal wieder da. Ah, das ist sehr schön, dass du mal wieder da bist. Wir wollen das im Koop spielen, aber wie gesagt, ich habe das schon mal ein bisschen angespielt. Scheiße, das war kein Mörser. Lang nach Katjuschas. Viel. Und ich weiß, dass man die allererste Mission noch im Koop spielen kann. Das heißt, man kann hier irgendwas einstellen. Ach ne, man kann einfach überspringen. Er ist da drüben! Bin dran! Deswegen zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was von der Grafik. Verteilt euch und sucht weiter! Optik hier noch. Sieht ja schon ganz nett aus hier alles. Mit C könnte uns also gucken. Dann tun wir das mal. Dann klettern wir hier ein bisschen rüber und folgen mal dem komischen Hintergrund. Fein machst du das. Ja, ich bin toll, ne? Ich kann mich das nicht gelernt. Ja. Da wurde gerade eine Scheiße. Ist aber nicht nett. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Ja, alles klar, okay, ich verfolge dir. Ich bin auf dem Weg. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, welches Schwierigkeitsstufe ich hier eingestellt hatte. Hallo? Ich will dem Gerd hochhelfen, aber... aber jetzt. Okay. So, kletter mal hoch da. Ich darf bestimmt ganz alleine da hochklettern, ne? Ich werde bestimmt nicht geholfen hier. Nicht so. Ja, war klar. Ich muss hier wieder ganz alleine hochkraxeln. Gegner in Deckung. Okay. Einer von uns kann ich in Deckung gehen? Und dann mit dem da in die Tasten. Okay, alles klar. Mit der Maus kann ich dann die. Hey! Ja? Schmeiß die Kamera an! Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Drücke Tab und drücke B. Schalten wir die ja, kleinen Moment. Und dann töten wir den jetzt mal. Ganz spektakulär. Haben wir sehr schön gemacht. Er verblutet. Solange der so, schauen wir mal. Keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere. Du schaltest den Störsender aus. In Ordnung, Vic. Viel Glück. Okay, jetzt sollte ich alleine losgehen, ja. Aber ich habe schon mal eine Knarre, das ist schon mal gut. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir unbeschadet durchkommen. Wir sind verwöhnt. Meint es nicht. Ich lege dich von Deckung zu Deckung. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Dann habe ich mich auch. Du gerade nie, meinst aber auch so. Ich weiß es nicht, wie es ja halt aus. Kann sein, dass ich total faile. Gleich beim fünften Gegner gleich ein Dick auf die Schnauze kriege. Möglich. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Steht mir da einer im Weg hoch. Voll. Was soll ich denn machen? Bring kann er sich nicht noch bewegen da? Ja, Sir. Der Bock. Los, beweg dich. Geht doch. So, er steht da rum. Da steht auch noch einer rum. Wie geht's Ihnen? Vorne rum. Wir werden ihn hier wegtragen müssen. Wir tragen niemanden weg. Achso, was ich noch sagen wollte. Wir werden das Spiel auf jeden Fall im Realistik spielen. Also, Schwierigkeitsgrad realistisch und natürlich dabei auch uns oder kaum zu erwischen, was beinahe hätte ich mich jetzt schätzen. Ja, okay.
Habe ich schon die Einführung total verkackt. Weil sie mich jetzt schon erwischt haben, ja, ja. Okay, das war's. Bin ich auch gleich mal gestorben, gleich zu Anfang, ist ja super. Fängt ja gut an hier, muss ich ja sagen. Ah, ich bin auch einmal gestorben. Okay, das machen wir jetzt nochmal. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Realistik-Modus, den ich im Spiel gleich zu Anfang. Ich weiß nicht, ich hatte das Spiel kurz angetestet, beziehungsweise wegen den Updates muss ich das ja starten. Bisschen. So hat man mir das in Miraba beigebracht. Ein Ausbilder müssen und, wir wollen maximalen Schaden, eine hübsche Spezialeffekte. Ja. Das ist auf deine Weise. Ist da einer, der mich mal ganz bisschen sehen konnte. Dass ich hier. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn schnell wie möglich durchkommen? Ja, Sir. Danke, Sir. Nochmal versuchen. Das muss ja irgendwie gehen hier. So, jetzt noch da. Wie geht's ihm? Lungendurchschuss. Wir werden ihn hier wegtragen müssen. Wir tragen niemanden weg. Wir haben keine Zeit dafür. Ja, ja. So, jetzt habe ich den ausgeschaltet. Mich hat noch keiner gesehen. Aber die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Achso, hier muss man sich die Steuerung kommen, die hier markieren, die Ziele. Und dann kann man da so eine tolle Funktion benutzen. Toll, jetzt sind sie da vorne drüber. So. Ah, jetzt bin ich entdeckt. Toll. Egal. Egal, egal. Krieg ich hier aber noch hin. So. Der wird schon verletzt. Oh, schon wieder tot. Meine Fresse! Das ist gar nicht so einfach hier in dem Schwierigkeitsgrad. Also ich glaube, wenn das hier so weitergeht, muss ich doch wohl lieber die Einführung springen. Das will ich aber gar nicht. Also, doch, wenn du im Realistikmodus spielst, schon. Weil zwei Treffer und du bist tot. Also ich guck nicht einmal im Weg. Ja, ich weiß nicht wieso, aber... So. Vielleicht sollte ich den Typen auch nicht umbringen da hinten. Vielleicht sollte ich den einfach mal leben lassen. Nee, dann machen wir es auf deine Weise. Aber ich würde sie so gerne umbringen, deswegen. Das ist cool, wenn man die besser abwürgt. Das hat irgendwie was. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Wir übergehen den jetzt einfach mal. Dann ist er nochmal aus. So, beweg dich da hin. Komm schon. Geht doch. So, jetzt. Hier, nach da. Wir werden ihn hier wegtragen. Wir tragen niemanden weg. Wir haben keine Zeit dafür. Egal, ich bin trotzdem durch. Egal, ich bin durch, auch wenn sie mich entdeckt haben. Scheiße. Dich zu verwundern. Hilft mir doch. Okay, halt durch, Kleiner. Wir holen jetzt Hilfe. Nicht? Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und nur das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, blöcklich. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Können Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Die Nachricht über einen Großangriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Guam. Der verheerendste Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Die Blacklist. Amerika, hier steht Blacklist. Alle sieben Tage ein neuer Angriff. Wir haben eine Forderung. Ihr habt Soldaten in 153 Ländern.